Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute geht es mal um den Zivildienst. Ich habe mich schon so auf dieses Video gefreut, weil jetzt kann ich mich endlich mal ausquatschen, meine ganzen Erlebnisse, was es überhaupt ist, weil ich kann mich noch erinnern, wie ich angefangen habe und dachte mir so, Zivildienst, Alter, was ist das? Wo bekomme ich Informationen her? Und ich habe einfach kein einziges Video gefunden. Vielleicht war ich auch einfach dumm und habe einfach keins deswegen gefunden. Aber auf jeden Fall in diesem Video alles Wissenswerte über den Zivildienst nach dem Intro. Bis gleich. Leute, ihr seid wieder zurück aus dem Intro. Und zwar, jetzt geht es wirklich um den Zivildienst. Und zwar, es gibt die Wehrpflicht in Österreich. Und das bedeutet, jeder, der tauglich ist, da gibt es eine Tauglichkeitsüberprüfung, da kriegt er einen Bescheid. Dann heißt, Stellung ist am so und so vielten. Sie müssen erscheinen oder du kannst auch früher zur Stellung gehen. Das kannst du auch anrufen und sagen, ja, ich will früher zur Stellung gehen aus irgendwelchen Gründen. Und es ist so, dass man, ich glaube, ab 18 bis 36 den Wehrdienst ableisten muss, wenn man tauglich ist. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Nummer 1 ist das Bundesheer und Nummer 2 ist der Zivildienst. Nummer 1 Bundesheer dauert 6 Monate, Nummer 2 Zivildienst dauert 9 Monate. Beim Bundesheer ist es so, ich habe zuerst eine Grundausbildung, die dauert 4 bis 6 Wochen, glaube ich. Beim Zivildienst habt ihr, je nachdem was ihr macht, da gibt es verschiedene Sachen, dazu komme ich gleich. Keine oder halt eine kurze oder sehr lange Ausbildung, je nachdem, bis ihr eigentlich losstarten könnt. Und ja, erstmal Bundesheer war klassisch schon immer, dann gab es nach einer Zeit den Zivildienst, der war aber nur für Leute, die von einer Kommission gesprochen haben und gesagt haben, ja, ich will keine Waffen anfassen, weil es ist ethisch für mich nicht tolerierbar. Und dann konnte man Zivildienst machen, heute kann man sich frei aussuchen, muss halt beim Zivildienst eine Zivildiensterklärung unterschreiben. Ja, und das könnt ihr auch schon bei Stellung machen, das habe ich bei der Stellung schon gemacht. Das bedeutet dann, ihr seid nicht mehr beim Bundesheer, also ihr habt nichts mehr mit dem Heer zu tun, sondern seid bei der Zivildienstagentur. Das ist diese Stelle, die irgendwie sehr, naja, komisch ist. Die ist für euch dann zuständig und es ist anders wie beim Heer. Beim Heer werdet ihr zugeteilt, ihr sagt, wann ihr einrücken wollt und dann kriegt ihr einen Termin zugeteilt, wann ihr einrückt. Dann ist die Grundausbildung, dann könnt ihr einen Wunsch abgeben, wo ihr hinkommen wollt, in welche Abteilung. Ob es jetzt dann dem Wunsch entspricht oder nicht, ist naja zufällig oder ihr kennt jemanden oder was auch immer. Beim Zivildienst ist es so, ihr müsst euch selber eine Stelle suchen. Das bedeutet, ihr geht auf die Zivildienst-Homepage-Agentur und dann stehen Stellenausschreibungen mit verschiedenen Stellen in verschiedenen Kategorien. Und dann seht ihr die Termine, die diese Stellen hat, zum eigenen Rücken, sage ich einmal. Und dann könnt ihr euch für so einen Termin, also für diese Stelle bewerben und für einen Termin vorsprechen, wenn dann noch ein Platz frei ist. Wenn ihr das geschafft habt, wenn ihr die Bewerbung abgeschlossen habt, die euch akzeptiert haben und die Stelle frei ist, dann fangt ihr an diesem Termin an. Und es gibt verschiedenste Sachen. Es gibt von Altenbetreuung, es gibt Kinderbetreuung, dann Notstandssachen, wo Leute in so Sozialhilfe kommen und so weiter. Also es ist alles soziale Sachen. Ich bin im Moment bei der Polizei, das gibt es auch. Dann gibt es noch das LVA, das Landesverkehrsamt und viele weitere Sachen. Und ich habe mich für die Polizei entschieden, weil mich mehr interessiert hat, wie die arbeiten, was man da so macht. Und weil ich dachte, ehrlich gesagt, dachte ich, es wird ein chilliger Job. Bei der Rettungsfahrer wollte ich ehrlich gesagt nicht werden. Da hat man 12-Stunden-Schicht, man ist ewig lang unterwegs, es ist anstrengend. Du bist verantwortlich für Leben und so weiter. Und das ist eine extrem lange Ausbildungszeit, bis du ja nicht mal fahren kannst. Und dann kannst du meistens nicht selber fahren, sondern fährst du mit. Und es ist extrem stressig, Zeiten sind schlecht. Du musst an Sonntagen, Samstagen und also am Wochenende arbeiten generell. Und an Feiertagen wahrscheinlich auch. Und ich arbeite Montag bis Freitag von 7 bis 15 Uhr. Und ja, ich arbeite weder an Feiertagen noch an Wochenenden, noch mache ich Überstunden. Ja, genau. Dann beim Bundesheer ist es so, ihr habt keinen Urlaub, ihr habt Ausgang zwar ja, aber ihr habt keinen Urlaub, dauert 6 Monate. Zivildienst habt ihr 9 Monate und ihr habt Urlaub und zwar 10 Tage bei 5 Arbeitstagen. Also wie bei mir, 5 Arbeitstage, habt ihr 6 Arbeitstage, habt ihr, glaube ich, 12 Tage frei, ja. Ja, genau so sieht es aus.
Und ja, es ist halt ein bisschen wenig Urlaub für 9 Monate und das Gehalt ist auch ziemlich dürftig. Ja, es ist halt der Zivildienst, Zwangsarbeit, ihr wisst Bescheid, weil man kann sich ja nicht aussuchen. Warum ich den Zivildienst auch genommen habe, ist, weil man sich wenigstens aussuchen konnte, welche Stelle man safe macht, weil man musste sich einfach um seinen eigenen Dreck kümmern. Da hat niemand für eine Stelle ausgesucht, sondern man musste sein eigenes Zeug regeln und für die Stelle bewerben und so weiter. Also ein bisschen selbstständig muss man schon sein oder es macht jemand anderer für dich, aber ich würde es dir empfehlen, selber zu machen. Dann, wie entscheide ich mich für die Stelle? Ganz wichtig, habe ich am Anfang irgendwie, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Freigespräch und eher wenig so geplant. Zwar schon grob, aber jetzt nicht genau ein Skript geschrieben, muss ich ehrlich zugeben. Und wie ihr euch für die Stelle entscheidet, ist ganz einfach. Und zwar, passt es an euch an. Was wollt ihr machen? Wenn ihr sagt, ich hasse alte Menschen, dann werdet ihr wenigstens schon die Entscheidung haben, dass ihr nicht in einem Altersheim arbeiten werdet, weil das sind nun mal alte Menschen. Dann, wenn ihr mit Kindern nicht arbeiten wollt, dann auf jeden Fall nicht irgendwas Kinderbetreuung, Sozialhilfe für Kinder, Kindergarten oder sonst irgendwas. Also das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich arbeite auch mit Kindern, aber nur bedingt. Und zwar, was ich dann mache in meinem Zivildienst, das werde ich euch gleich erklären. Dann ein wichtiger Schritt ist noch, in dem Zivildienst selber, ihr habt, es läuft so ab. Also ihr bekommt ein fixes Gehalt und zwar das sind, ich weiß gar nicht, wie viel ist das, 700 Euro irgendwas. Aber meine Freunde, es ist so, es gibt ein Grundgehalt von 315 oder 16 Euro, so um pipapo. Dann gibt es einen Fahrtkostensatz, 50 Euro im Monat ungefähr. Und dann gibt es noch Essensgeld. Und es kann so, dass das Essensgeld gesplittet ist in Essensgeld. Ein Teil des Essensgeld bekommt ihr und ein Teil des Essensgeld verwendet für das Essen, das ihr dort bekommt. Bei mir ist es so, dass ich Zivildienstessen, so Fertigmenüs bekomme, die jeden Monat ich aussuchen kann. Die werden zugeschickt und dann eingefroren. Ich kann mit ihm auftauen, wann ich will. Und ein Teil des Essens bekomme, Teil des Essensgeld, also für Wochenende, wird natürlich auch verpflegt. Das bekomme ich ausgezahlt und zwar bar. Ja. Und bei anderen Stellen ist es so, dass die das ganze Essensgeld bekommen, da bekommt ihr nichts zu essen dort. Manche bekommen das Essen und Essensgeld. Also ja, es ist immer unterschiedlich, das werde ich euch der Arbeitgeber dann dort sagen. Wichtig genau ist, ihr bekommt so einen Zivildienstausweis. Da gibt es einige Vergünstigungen, zum Beispiel könnt ihr, soweit ich weiß, mit der ÜBB so eine Karte bekommen, wenn ihr sagt, dass ihr Zivildiener und einen Ausweis dabei habt. Dann können die, solange der Zivildienst dauert, überall in Österreich kreis um und umfahren mit der ÜBB. Das ist ziemlich angenehm. Ich habe mir auch das Jahresticket gekauft, weil 50 Euro Fahrtkostenersatz im Monat und die Jahreskarte kostet 36 oder 35 Euro im Monat. Also ja, rentiert sich auf jeden Fall, es bleibt noch ein bisschen was übrig. Ihr könnt natürlich auch im Auto fahren, falls es dort Parkplätze gibt oder Parkplätze habt oder was auch immer. Ja, genau. Einmal zu der Sache und dann wichtig ist auch noch, was habt ihr für Rechte im Zivildienst? Und zwar, ihr könnt, falls euch die Stelle nicht gefällt, wechseln, das funktioniert. Da müsst ihr nämlich einen Antrag auf Versetzung stellen. Und soweit ich das mitbekommen habe, soweit ich es gelesen habe, steht es auf der Zivildienst-Homepage. Alles steht auf der Zivildienst-Homepage. Also, falls ihr mich glaubt, falls ihr redet, ich glaube, ich rede in Scheiße oder ihr wollt es nochmal nachlesen oder ich erzähle euch zu mir, weil irgendwas, könnt ihr es natürlich alles nochmal nachlesen. Anrufen würde ich nicht, weil allerdings sind meistens immer besetzt und dann ist irgendwer dran mit Down weiter verbunden. Also anrufen wirklich nur im Notfall, wenn ich überhaupt nicht auskenne, da würde ich lieber nochmal alles durchlesen. Ehrlich gesagt, ja, die Stelle ist Chaos, Chaos. Auf jeden Fall, ja. So, eure Rechte. Und zwar, ihr seid, soll ich was verpflichtet laut Paragraph, was ist das nochmal, irgendein Scheiß. Alle Befehle, die ihr bekommt, auszuführen, außer wenn es irgendwelche rechtswidrigen Sachen sind, die müsst ihr natürlich nicht machen und der Arbeitgeber darauf hinweisen, dass ihr glaubt, dass es rechtswidrig ist. Ja, im Prinzip, so wie in jeder Hacken, ihr macht das, was euer Boss sagt und wenn nicht, kriegt ihr Probleme. Aber bei mir ist es so, bei mir sagen alle bitte und danke, also es ist nicht so, mach das, jetzt mach dies und so weiter, so Zwang, sondern eher so, ja, sie bitten mich darum sogar, obwohl sie es eigentlich nicht müssten, also ganz nett. Genau, was ich überhaupt mache, ich bin bei der Polizei im 10. Bezirk und was ich genau mache, ich mache halt viel mit Akten und mit Papierkram, da mache ich auch noch die Schulwegsicherung, also ich bin Schüler, Lotse auf Zeit sozusagen. Normal ist es ja so, dass entweder, ich glaube, das Landesverkehrsamt, weil ich mich irre, die Schulnutzen stellt oder sowas. Wie heißt das? Kf, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Oder die Schulen selbst, zumindest ist es so am Land. Und ja, ihr könnt Schulnutzen sein, das bedeutet, ihr steht an einer Kreuzung mit so, ich habe so eine Warnweste, so ein Kappel und so ein
Stab, Stabler, so ein Signalstab. Und da sperre ich dann die Straße ab und halte die Autos an, damit Kinder und alte Leute und Leute mit Kinderwagen und Eltern mit Kindern rübergehen können. Für Erwachsene müsst ihr nicht sichern, auch für ältere Leute eigentlich nicht. Also mit Kinderwagen, aber ich mache es trotzdem, weil dürft es. Und es schaut auch irgendwie derbert aus, wenn ihr einfach die Leute nicht sichert, die gebrechlich sind oder sonst irgendwas. Und es ist asozial. Und ja, es geht. Also ich stehe in der Früh 45 Minuten und am Nachmittag jeweils zweimal noch, und zwar jeweils 20 Minuten. Also insgesamt so gute 1,5 Stunden. Das geht. Währenddessen ich nicht bei der Sicherung bin, bin ich im Polizeikommissariat und mache, wie gesagt, Aktensachen. Was genau ich mache, ist natürlich vertraulich gesagt. Und ja, also mir gefällt die Arbeit. Ich bin jetzt schon seit Jänner da, das heißt, ich bin bis Ende September da. Gut im Rechnen, nein, Spaß, ich weiß natürlich. Ja, mir gefällt es soweit. Bis jetzt ist noch nichts irgendwie Gröberes passiert, wo ich sagen kann, so ja, ich hasse diese Arbeit oder ich will hier weg oder sonstiges. Klar, es ist am Anfang immer schwer, sich einzugewöhnen. Ich habe eine Woche oder zwei Wochen gebraucht, um mal überhaupt zu finden im Gebäude, wo alles ist. Dann, ja, also es geht. Es ist nicht so tragisch. Es ist halt der Zivildienst, da muss man durch. Oder man versucht halt zu verweigern und kriegt eine Vorstrafe und ich weiß, ich Gott nicht noch was. Hätte ich auch machen können, aber war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu anstrengend, dann mache ich lieber die 9 Monate. Genau, ihr seid während des Zivildienstes versichert über den Zivildienst, das heißt, ihr habt eine Versicherung, die ist in dem Gehalt schon weggerechnet, also ihr müsst nicht extra bezahlen oder so. Die gilt für die 9 Monate und an dem Tag, wo ihr dann nicht beim Zivildienst seid, ab dem Tag wird dann abgemeldet. Das heißt, ihr müsst euch dann bei einer neuen Versicherung entweder über die so eine private Versicherung versichern oder wenn ihr bei den Eltern mitversichert seid, nach einer gewissen Zeit, nach der Ausbildung gilt das noch oder so, oder über eine Arbeit oder sonst irgendwas, Lehre, was auch immer. Ja, genau. Also das ist der Zivildienst. Es kommen vielleicht noch weitere Stories, Überlebenstipps vielleicht, wie man sich zu anderen, vor allem zu den Chefs verhält, weil viele von euch werden wahrscheinlich noch nie gearbeitet haben und sind vielleicht auch noch so 12 oder jünger. Manche haben vielleicht schon einen Zivildienst oder das Bundesheer gemacht und sagen, Zivildienst ist scheiße, geht zum Bundesheer. Ich würde euch raten, macht einfach nach Gefühl. Es ist schon so, dass der Zivildienst halt 3 Monate länger dauert, aber im Endeffekt, wenn nicht angeschrien werden wollt die ganze Zeit, was der Zivildienst wahrscheinlich auch nicht so ist bei euch, dann würde ich auf jeden Fall den Zivildienst nehmen, wenn ihr auch nicht Bock habt, mit Waffen zu hantieren. Obwohl im Bundesheer, ich habe von einem Freund gehört, dass er nicht wirklich viel geschossen hat, außer, naja, 6 Schuss, 7 Schuss oder so in seiner ganzen Bundesheerzeit. Auf jeden Fall ist beides eine heftige Erfahrung für euch, die ihr wahrscheinlich euer Leben lang nicht vergessen werdet. Und ich wünsche euch da viel Glück bei dieser Entscheidung. Macht euch darauf gefasst, es machen zu müssen. Wenn es abgeschafft wird, gut für euch. Wenn es nicht abgeschafft wird, seid ihr wenigstens darauf gefasst. Und ja, lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr beim Zivildienst seid, beim Bundesheer, was ihr aus irgendeinem Grund bevorzugt, ob ihr schon mal davon gehört habt oder nicht. Lasst doch ein Like oder ein Abo da, falls ihr Bock habt, kann euch natürlich nicht dazu zwingen und will ich auch gar nicht. Dann nicht vergessen meine Social Medias, und zwar einmal Instagram, hier unten diese geilen Animationen, die ich gemacht habe. Und einmal Snapchat, auch in der geilen Animation, die ich gemacht habe. Nice! Ah ja, genau, ich habe auch einen anderen Kanal, wo ich Motion Design mache, hat auch nur 156 Abonnenten. Also ich bin noch relativ am Anfang von YouTube. Ich hoffe, es bessert sich mal, aber ich habe einfach Bock, Videos zu machen. Ob die jetzt 80 Milliarden Leute schauen oder 10. Ich meine, klar ist ein Unterschied, man freut sich natürlich, wenn jemand die Videos schaut, aber im Endeffekt mache ich das aus Spaß und weil es schon immer irgendwie so ein kleiner Traum ist, peinlich, aber es war schon immer so ein kleiner Traum, vor der Kamera zu sitzen und eigenes Entertainment zu machen, eigenen Content zu bringen, weil ich das immer auf YouTube fasziniert habe, wie die Leute das machen und tagtäglich hochladen oder öfters halt. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Also dann, ihr kleinen Rabauken. Was für kleine Rabauken? Schau, manchmal labe ich einfach nur irgendeine Scheiße, aber ich denke mal, es ist ein bisschen unterhaltsam. Heute bin ich nicht so gut gelaunt. Bin ein bisschen müde, also ich werde nach dem Schneiden auch gleich pennen gehen. Schau mal, dass ich das Video hochlade. Wahrscheinlich heute noch. Heute ist der, oh, ich habe keine Uhren. Heute ist der 8. glaube ich. Oder es kommt morgen, das ist der 9.
Auf jeden Fall, man sieht sich, man hört sich, man checkt sich ab auf Instagram, Snapchat oder YouTube. Also bis dann, Servus.